Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Sozietät Biedmann. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rolf Biedmann, ich bin Professor für Wirtschafts- und Arbeitsrecht und Partner der Sozietät. In diesen Tagen ist Corona in aller Munde und man hört so sehr viel über rechtliche Folgen, wenn Betriebe geschlossen werden, wenn Arbeitnehmer nicht mehr arbeiten und Arbeitgeber nicht mehr Geld verdienen dürfen. Dabei wird sehr viel Falsches berichtet und darum ist es gut, wenn wir uns wenige Minuten gemeinsam mit dem Thema beschäftigen. Zunächst einmal gilt für alle, dass die Möglichkeit besteht, Kurzarbeit zu beantragen. Kurzarbeit bedeutet, dass das Arbeitsverhältnis mit Zustimmung des Arbeitnehmers unter Beteiligung der Betriebsvertretung, also eines Betriebsrates, wenn er denn im Betrieb gewählt worden ist, unterbrochen wird und auf eine neue Basis gestellt wird. Das muss vereinbart sein, das können aber auch schon Tarifvertragsparteien vereinbart haben. Aber überall da, wo es keinen Betriebsrat gibt, muss der Arbeitgeber zunächst mit den Arbeitnehmern eine Vereinbarung treffen, dass Kurzarbeit gewollt ist. Sagen die Arbeitnehmer nein, werden sie meist mit Kündigung rechnen müssen. Unterschreiben die Arbeitnehmer, dann kann der Arbeitgeber den Antrag bei der zuständigen Arbeitsbehörde stellen. Das wäre zum Beispiel in Köln die Arbeitsverwaltung Köln, in Hannover die Arbeitsverwaltung Hannover und so weiter. Nach Prüfung und Genehmigung des Kurzarbeitergeldes haben wir einige wesentliche Neuregelungen, die sich insbesondere für Arbeitgeber, aber auch für Arbeitnehmer als positiv erweisen. Kurzarbeitergeld wird zunächst einmal unter Wahrung der Sozialversicherungsbeiträge gezahlt. Allerdings wird insgesamt der Betrag, der abgeführt wird, auf 80% reduziert. Früher mussten die Arbeitgeber neben dem Kurzarbeitergeld ihren Anteil an den Sozialversicherungsbeiträgen in voller Höhe weiterzahlen. Dies ist jetzt neu geregelt. Diese Zahlung übernimmt die Bundesagentur für Arbeit und letztlich damit die öffentliche Hand. Das heißt, auch Arbeitgebern wird in Krisenzeiten das Kurzarbeitergeld zugutekommen, genauso wie es Arbeitnehmern zugutekommt, die jedenfalls ihren Arbeitsplatz nicht verlieren möchten und nach der Krise weitermachen wollen. Was bekommt man? Man bekommt 60% vom Netto, wenn man alleinstehend ist und keine Unterhaltsverpflichtungen hat oder in einer Partnerschaft lebt. Hat man Unterhaltsverpflichtungen, zum Beispiel wenn man ein oder mehrere Kinder hat, bekommt man 67% vom Netto. Der Arbeitgeber muss hier in Vorlage treten und er kann sich dieses Geld dann zurückholen bei der Arbeitsverwaltung. Wird ein Unternehmen infolge einer öffentlichen Verfügung, zum Beispiel einer Allgemeinverfügung des Landes oder einer Kommune, geschlossen, dann gibt es ein weiteres Instrument, das ist das Instrument des Infektionsschutzgesetzes, früher sprachen wir vom Seuchengesetz. Dieses eröffnet für Arbeitnehmer und für selbstständig Tätige die Möglichkeit auf Entschädigung. Und zwar Entschädigung zum einen für nicht erwirtschaftetes Vermögen, also nicht erwirtschaftete Gewinne der Selbstständigen. Voraussetzung ist dann allerdings, dass sie eine Bescheinigung des Finanzamtes über ihren sozusagen selbstständigen Unternehmerlohn vorlegen. Und für Arbeitnehmer, soweit sie nicht in Kurzarbeit sind, soweit ihnen im Übrigen der Arbeitsplatz genommen werden musste oder genommen wurde, eröffnet sich die Möglichkeit, zumindest für die Dauer von 6 Wochen, wie im Entgeltfortzahlungsgesetz, den Lohnausgleich zu erhalten und dann einen Ausgleich wie in Höhe des Krankengeldes, also von 70% des früheren Nettos. Das sind 2 ganz bedeutende Möglichkeiten, die sich Arbeitgebern und Arbeitnehmern stellen. Arbeitgeber haben trotzdem möglicherweise weitere Ausgaben, zum Beispiel für Miete oder für Einkäufe, die sie getätigt haben und nicht mehr verwenden können. In dem Fall empfiehlt es sich, von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen, die das Gesetz jetzt auch vorsieht, nämlich Kredite aufzunehmen über die jeweilige Hausbank. Die Hausbank haftet hierfür nur noch zu 20%, während die öffentliche Bank, das heißt die Kreditanstalt für Wiederaufbau, zu 80% haftet. Das heißt, die
Hausbanken werden sehr viel leichter bereit sein, Kreditanträge zu gewähren und mit der KfW abzustimmen, als dies früher der Fall war. Und die Zinsen streben gegen Null. Das heißt, wir haben hier eine richtig gute Zinssituation. Und wenn man lange Rückzahlungszeiträume vereinbart, dann kann man zum Beispiel einen Überbrückungskredit von 60.000 oder 120.000 Euro doch recht leicht heute bekommen. Der vierte und letzte Punkt: Prüfen Sie, ob Sie eine Versicherung haben, wenn Sie Arbeitgeber sind, wenn Sie selbstständig tätig sind, gegen Betriebsausfallschäden. Und da wird es ein Problem geben: Die Versicherer haben in ihren Versicherungsbedingungen aufgeführt, welche Infektionen sie unter den Versicherungsschutz stellen. Und da steht natürlich dieses neue Corona-SARS-Virus-19 nicht drin. Wenn Sie aber das Gesetz einmal zu Ende denken, dass das Versicherungsvertragsgesetzbuch insoweit dokumentiert, dann werden Sie feststellen, dass diese Regel zwingend der Ergänzung bedarf. Denn wenn für Infizierte ein Infektionshilfsschutz gewährt wird und insoweit die Versicherung einsteigt, dann muss selbstverständlich auch das Angebot der Infektionsträger erweitert werden auf die Infektionsträger, die man zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch gar nicht kennen konnte, weil wir sie objektiv bis dahin tatsächlich auch wissenschaftlich nicht gekannt haben. Und das ist bei dem jetzigen Virus der Fall. Das wird sicherlich noch Streit geben, da wird es rechtliche Verfahren geben, aber wir sind da sehr optimistisch, dass wir Ihnen helfen können. Haben Sie also Fragen zum Kurzarbeitergeld, zur Lohnfortzahlung, zu Urlaub, zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, zu Entschädigungsfragen oder möglicherweise auch zum Versicherungsrecht, wenden Sie sich an uns. Die Sozietät Bietmann steht mit ihren vielen Standorten in Deutschland, in Köln, in Bergisch Gladbach, in München, in Erfurt, in Berlin, in Duisburg und natürlich auch in Bonn, Euskirchen und Frechen gerne als Berater zur Verfügung. Vielen Dank und Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald.